Frau Kollegin Tausend. Nächste Rednerin Dr. Anja Weisgerber für die CDU-CSU-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, werte Kolleginnen und Kollegen. Billig wohnen geht nur ab vom Schuss. Die Mieten werden immer teurer. Wohnen müssen alle. Das sind nur einige Schlagzeilen aus den letzten Monaten, Wochen zum Thema Wohnen und Bauen. Bezahlbarer Wohnraum in Ballungsgebieten ist eine der drängendsten Herausforderungen, die wir haben. Immer mehr Menschen zieht es in die Städte. Und dadurch wird der Wohnraum dort immer knapper und auch immer teurer. Und diese Wohnungsknappheit wird zunehmend zum Problem in den Städten. Wir haben in dieser Wahlperiode schon vieles auf den Weg gebracht, um genau dem entgegenzuwirken. Denn, meine Damen und Herren, es muss doch auch der Krankenschwester und für die Krankenschwester und den Polizisten bezahlbar sein, in den Stadtzentren zu wohnen, meine Damen und Herren. Mietpreisbremse, Wohngeldreform und die deutliche Erhöhung auch der sozialen Wohnraumförderung von 500 Millionen auf 1,5 Milliarden Euro jährlich. Das sind alles wichtige Instrumente, und das betone ich jedes Mal aufs Neue. Diese Gelder für die soziale Wohnraumförderung müssen von den Ländern jetzt auch genau dafür zielgerichtet eingesetzt werden. Bayern macht es sehr vorbildhaft, ganz genau. Da gehen wir mit gutem Beispiel voran. Denn, und ich betone das auch noch mal, das beste Instrument für mehr bezahlbaren, auch für mehr bezahlbaren Wohnraum, Frau Ley, ist und bleibt Bauen, Bauen, Bauen. Denn es gibt bekanntlich auch den Sicherungseffekt. Wer eine teurere Wohnung auch frei macht, der macht dann letztendlich auch, wer eine teure Wohnung mietet, macht eine günstigere Wohnung frei. So wollte ich es auch. Da gibt es Studien dazu, und wir haben darüber auch schon in vielen Podiumsdiskussionen diskutiert. Wer eine teurere Wohnung dann letztendlich mietet, macht eine andere Wohnung frei. Das ist Fakt. An genau dieser Stelle setzen wir auch an mit der Novelle. Der derzeitige rechtliche Rahmen ermöglicht das Nebeneinander von Wohnen und Gewerbe und damit auch den Bau zusätzlicher Wohnungen in urbanen Zentren eben nur eingeschränkt. Mit der neuen Baugebietskategorie urbanes Gebiet wollen wir das ändern und das Bauplanungsrecht und das Emissionsschutzrecht flexibilisieren. Das heißt mehr Innenverdichtung, es kann dichter und höher gebaut werden, und dadurch ermöglichen wir eine Nutzungsmischung von Wohnen und Gewerbe und auch von Kultur- und Sporteinrichtungen. Das, meine Damen und Herren, ist genau der richtige Schritt. Aber ich sage auch, Herr Kühn, wenn Sie mir dann wieder zuhören, alleine durch die Innenentwicklung werden wir es eben nicht schaffen, den Bedarf an Wohnraum zu decken. Denn wir brauchen jetzt eben diese 350.000 bis 400.000 Neuwohnungen pro Jahr. Einige Städte, München ist dafür ein gutes Beispiel, platzen eben schon jetzt schier aus allen Nähten. Und auch in Berlin wird die Situation, ich habe mich gestern erst wieder mit einem Berliner darüber unterhalten, an den Wohnungsmärkten immer schwieriger. Für mehr neuen und vor allem bezahlbaren Wohnraum benötigen wir eben auch mehr Bauland. Ein fehlendes Bauland ist ein wesentlicher Preistreiber beim Wohnen und Bauen. Das hat übrigens auch, Sie haben gerade nach Studien gefragt, das hat jetzt in diesem Fall auch die Baukostensenkungskommission ganz deutlich herausgearbeitet. Fehlendes Bauland ist ein Preistreiber. Und deshalb haben wir als Union, als CDU und CSU, uns für ein Signal am Ortsrand stark gemacht. Und wir haben schließlich einen Kompromiss gefunden. Kommunen sollen künftig im beschleunigten Verfahren Bebauungspläne am Ortsrand aufstellen können, allerdings unter strengen Voraussetzungen, nur befristet auf 3 Jahre in engen Grenzen. Und der Vorrang der Innenentwicklung als Grundsatz der Bauleitplanung bleibt selbstverständlich bestehen. Und es liegt, wie das die Frau Tausend gerade gesagt hat, auf der Hand. Es ist in der Verantwortung der Kommunen, verantwortungsvoll mit diesem Instrument umzugehen. Und sie bekommen dieses Instrument, um auf die aktuelle Situation an den Wohnungsmärkten zu reagieren, ohne dass wir strukturelle Veränderungen am Baurecht vornehmen. Dieses beschleunigte Verfahren kommt gerade auch
den Gemeinden zugute, die mit der Nachverdichtung und der Innenentwicklung und, Herr Kühn, wir machen hier im Bereich der Ortskernrevitalisierung sehr viel, auch in meinem Heimatlandkreis. Besucher aus meiner Heimat sitzen oben auf der Tribüne, die können das bezeugen. Wir machen viel, auch mit Liedermitteln im Bereich der Ortskernrevitalisierung. Aber es gibt dennoch Gemeinden, die dann an ihre Grenzen kommen. Und diesen Gemeinden möchten wir dieses Instrument auch letztendlich an die Hand geben. Denn neben dem freien Wohnungsbau kann auch der soziale Wohnungsbau auch davon profitieren, wenn dieses Instrument letztendlich besteht. Meine Damen und Herren, der Gesetzentwurf ist eine gute Grundlage, um die Herausforderungen des Wohnraummangels auch an der Wurzel zu packen. Wir möchten an einer Stelle noch eine Ergänzung, denn nach der aktuellen Rechtslage ist es ja so, dass die Gemeinden keinen Bebauungsplan aufstellen können, der dauerhaftes Wohnen in Erholungsgebieten ermöglicht. Das wurde bereits angesprochen. Hier möchten wir eine Verbesserung erreichen. Gerade in stadtnahen Erholungsgebieten ist das nämlich Realität, dass dort auch gewohnt wird. Und im Zuge dieser Baurechtsreform sollten wir dadurch versuchen, diese unklare Situation auch zu lösen und der gelebten Realität anzupassen. Ich freue mich auch parteiübergreifend, fraktionsübergreifend auf die weiteren Diskussionen, den Diskurs auch im jetzt anstehenden Gesetzgebungsverfahren, damit wir am Ende auch ein gutes Gesetz bekommen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Frau Kollegin Weisgerber. Und der letzte Redner in dieser Debatte, Volkmar Vogel.